Hallo und willkommen zurück in Ägypten, genauer gesagt in Memphis. Wir haben die Außenbezirke hinter uns. Wir kommen jetzt in die Gegend, in die wahrscheinlich weniger gern jemand rein möchte, in die Kanalisation. Und Netrixer hat auch wieder ein paar Infos für mich. Wir haben das unterirdische Kanalsystem über den Außenbezirk betreten. Ich bin ganz sicher, dass auch das Zentrum über eine Kanalisation verfügt. Du musst sie erforschen und überprüfen, ob die zwei Systeme verbunden sind. Wenn ja, finden wir einen Weg in das Zentrum. Das machen wir jetzt auch. Fortsetzen. So, und da sind wir. Hier gibt es bestimmt Fische irgendwo. Nein, keine Fische. Gehen wir mal nach unten. Gibt's hier nichts? Doch, da. Geheimen Gang entdeckt. Wo geht's denn hier hin? Ich hoffe, da kommt niemand. Oh je, oh je, oh je, oh je. Da geht es mit meinem Atem abwärts. Na, komm, 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 komm. Ja. Das hat nochmal funktioniert. Da war jetzt gerade ein geheimer Gang. Da muss ich, glaube ich, echt tauchen, um da weiterzukommen, weil da geht's ja nicht weiter. Nee, da geht's ja raus. Stimmt, ich bin ja hier runtergeflogen. Und komm dann da raus. Aber ich möchte gern mal wissen, was da unten in dem nächsten Gang ist. Deswegen gehe ich da jetzt einfach nochmal runter. Ich glaube, das war der hier. Und schau, was es da so zu gibt vielleicht. Oh, 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 oh. Ei, ei. Ich glaube, das ist ja schon der richtige Weg. Da gehen wir mal ganz schnell nach unten und... Ach du Schande. Das war ein Riesenfisch. Geh nochmal auf die andere Seite und benutze das jetzt hier einfach mal. Das ist bestimmt irgendwie so ein Geheimgang, den wir da jetzt hier aufgemacht haben. Das ist wieder ein verplantes Spielen. Ach da, jetzt habe ich schon gedacht, das wäre... Aber wir finden wenigstens ein paar Geheimnisse. Das ist doch auch schon mal was. Jetzt müsste ich nur wissen... Ach, komm, gehen wir nochmal nach oben. Da haben wir Luft. So, und jetzt zurück. Ich will nämlich alle Gegner diesmal haben. Wechsel einfach mal auf... Ja, munitionsmäßig sieht schlecht aus bei uns. So... Jetzt hüpfen und Munition einsammeln. Diese ganzen Nachrichten kommen wieder von vorhin. Ich habe nämlich hier wieder den Spielstand geladen und da resettet sich das Ganze ja wieder. So. Holen wir die... Was ist denn jetzt passiert? Das habe ich schon gedacht, da wäre irgendwie ein Bug. Naja. Ah, stimmt, der war ja neben der Tür gestanden. Och, nee. War's das? Ich hoffe. Kein Bock auf diese Frische. Schnellspeichern mit F6. Stimmt, das kann man auch mal wieder machen. Energie braucht man keine. Da oben gibt's Munition. Komme ich da rauf? Nein, da komme ich nicht drauf. Ah, da ist jemand. Jetzt ins Wasser geflogen. Naja, soll mich auch nicht stören. Vielleicht ersäuft er sich ja. Oh! Wo kommen die denn alle her? So die Frage, wie komme ich da hoch? Weil ich nämlich ungern diese zwei Sachen da oben lassen möchte. Raptor meinte auch, dass man mit Q und... mit Q zwischen den verschiedenen Waffen herwechseln kann, die man als letztes gehabt hat. Oder einfach durchwechseln kann. Wenn sich das auch auswirkt. Immer vor und zurück. Okay, okay, okay. Dann werde ich mir das mal im Hinterkopf behalten.
sammle ich hier die Energie auf. Oh, da schreit schon wieder jemand. Da kann schon wieder jemand nicht erwarten. Was, wir brauchen keine Munition? Stimmt, da haben wir 100 von 100. Ich habe gedacht, wir können mehr Munition sammeln. Oder kommen wir von da oben auf diese... Können wir da drauf springen? Oh! Leute, ihr habt einen Knall. Ich glaube, ich bevorzuge lieber diese Waffe hier. Die ist zwar genauso schlecht, in Anführungszeichen, aber da kann ich wenigstens öfter schießen damit. Dann nehme ich die Elektrizität mit. Und schau mal, ob ich da irgendwie hochspringen kann. Ich möchte mich darüber. Ah, vielleicht kann ich ja hier rüber springen. Na, fast. Muss ich vielleicht Anlauf nehmen? Kann ich überhaupt... Ich kann ja gar nicht sprinten, fällt mir gerade ein. Geht alles nicht. Einmal probiere ich es noch. Wenn das dann immer noch nicht funktioniert, dann lasse ich es einfach. Oder komme ich vielleicht irgendwie anderweitig hier rüber? Nee, das ist hier der einzige Weg, wie ich hier rüber kommen könnte. Jetzt haben wir es geschafft. Man muss nur im richtigen... Jetzt habe ich gedacht, ich wäre wieder runtergeflogen. Man muss nur im richtigen Moment springen. Dann geht das alles. So, wir scheinen hier wirklich viele Geheimnisse zu finden. Trotzdem, dass es eine Kanalisation ist. Also so schlecht scheint es ihm hier nicht zu schmecken, wollte ich schon fast sagen. Zu riechen. Von dem her gehen wir einfach mal weiter. Es hört sich schon wieder so gefährlich an. Oh! Ja, da ist auch jemand. Ansonsten. Was ist das? Lüftungsschächte? Boah, ich hab da eine Vermutung. Dass da wieder irgendwelche Viecher rauskommen. Ah, wie ich es halt gewusst habe. Wie ich es halt gewusst habe. Da ist die Tür jetzt auch wieder zugegangen. Das sah nämlich schon so verdächtig aus. Und irgendwas habe ich noch im Hinterkopf gehabt, dass das ja mal passierend war. Ja, wer schreit denn hier die ganze Zeit? Oh je. Eieiei. Windows installiert ja bei mir gerade Updates. Ich habe zwar nicht gesagt, dass er Updates installieren sollte, aber falls es hier mal ruckeln anfängt, dann wisst ihr, an was das liegt. Oh! Das war jetzt hier eine richtige Froschversammlung. Weil er mich gerade meine Partition C zuspammt und da ist immer so viel Platz frei. Ich müsste eigentlich von D was rüberschieben, aber ich vergesse es jedes Mal. Und das sieht halt dementsprechend tappig aus. Ups. Nicht mit mir! Oh, der Kopf, der hängt da freudig rum. Sehen wir den auch mal in der Nahansicht. Das sieht ziemlich am Matsch, ist das. Da drüben ist, glaube ich, nichts mehr. Da habe ich nicht. Doch, da war doch was. Ich hab's doch gewusst. Wir nehmen alles mit. Oh, ist das ein Geheimgang? Cool. Also heute haben wir echt viel Geheimgänge. Ich höre hier irgendwas. Okay. Und da werde ich ja wahrscheinlich wieder hochgeschleudert. Energie bekommen. Das ist ja echt interessant. Cool. Dann wieder hoch mit mir. Ah. Okay, und wo war hier der Eingang? Da. Da geht's wieder nach oben. Into the sky, wollte ich jetzt hier fast sagen, aber das geht ja nicht. Das ist schlecht gesagt. Irgendwie so, trotzdem, dass wir in der Kanalisation sind, irgendwie in den Himmel fliegen. Nein. Okay. Tja, dann gehen wir einfach mal weiter. Oh! Der wäre vom Himmel, wollte ich fast sagen.
ich brauche. Ich muss ja die Munition ja auch irgendwie wegbekommen, aber das eigentliche Problem ist, dass ich die restliche Munition nicht wirklich genügend habe. Ja, das Einzige, was ich jetzt dann noch in Massen habe, ist Pistole. Ja, halt doch mal den Mund. Das ist ja wirklich... Das hält ja kein Mensch aus. So laut, wie der schreit. Ich will ja nur keinen Geheimgang wieder verpassen oder keine Secrets vergessen. Da steht er ja. Ist da noch jemand? Ich glaube nicht. Hört sich zumindest nicht so an. Hier die Waffe im Großformat. Ja, die ist auch nicht größer als unsere. Wo ist denn... Ah! Da. Nicht mit mir, mein Freund. Ich wechsle mal auf eine andere Waffe. Sonst wird das nix. Hier ist nix. Dann gehen wir einfach mal da runter. Ich drücke nochmal F6. Das wäre wahrscheinlich... Halt, ich will nochmal raus. Das wäre wahrscheinlich auch empfehlenswert. Komme ich da irgendwie hinter? Ja. Aber hier ist nix. Und wir haben auf jeden Fall gerade eine Nachricht bekommen. Hinweise. Kanalisation. Langes Tauchen. Hol tief Luft, Sam. Sieht aus, als müsstest du lange tauchen. Und hüte dich vor den Elektrofischen. Lange getaucht sind wir ja vorhin auch schon. Das ist ja nichts Neues. Die kennen wir hier schon alle. Klicken wir einmal alle an, damit sie weg sind. Sonst blinkt hier die ganze Zeit das Briefchen und wir wissen nicht, ob wir irgendwas Neues gefunden bzw. gesehen haben. So, da ist irgendwas. Da ist auch eine Kiste. Aber sonst sieht das hier recht mau aus. Oh! Böse Fische. Normalerweise machen die immer ein Geräusch, wenn sie kommen. Wie jetzt? Ah, ich brauche Luft. Ich brauche Luft, um da weiterzukommen. Weiter. Jetzt gehen wir andersrum. Vielleicht ist ja auf der anderen Seite noch irgendein Geheimnis. Blöder Hund. Obwohl, Hund passt ja da nicht. Das ist ja ein Fisch. Man kann ja schlecht zu dem Hund Fisch sagen. Andersrum zu dem Fisch Hund sagen. Aber Ähnlichkeiten bestehen da durchaus bei der Docke. Nee, das darf ich ja nicht. Also wenn ich irgendwie mich als kein Dockenliebhaber äußere, da könnte es gefährlich werden. Ich suche jetzt hier nur gerade wieder Luft. Ist das da oben Luft? Ja, das ist Luft. Hier kriege ich Luft. Hier habe ich auch ein bisschen Übersicht über das, was hier unten ist. Also die Soundkulisse ist schon ziemlich genial. Das sind Fischchen. So, das waren mal Fischchen. Und jeder, der mal getaucht ist, der weiß ja auch, dass das ziemlich schnell verschwimmt. Also logischerweise, dass das verschwimmt aussieht, alles da unten. Und das wird ja eben auch simuliert. Brauchen wir nichts. Dann gehen wir einfach mal weiter, denn ich glaube, da haben wir nichts mehr. Da geht es ja weiter. Jetzt müssen wir wieder tauchen. Ich habe einfach mal auf gut Glück geschossen. Und da geht's auch schon nach draußen. Looks like it leads to the surface. Tja, das war's dann auch schon. Ging ja relativ fix, muss ich sagen. Wir haben 4 von 5 Geheimnissen gefunden, also doch nicht alle. Na, ich hätte mal gedacht, dass wir alle finden, aber wir haben ja noch ein paar Missionen vor uns. Das war die Außenmission, das war die Kanalisation von Memphis. Und wir werden uns dann bei der nächsten... Naja, was kommt denn eigentlich danach? Nach außen kommen doch Innenbezirke, oder? Vielleicht sind wir jetzt ja in der Stadt, vielleicht sind wir auch schon im Zentrum. Wer weiß, sehen wir dann alles gleich im nächsten Teil von Serious Sam. Ciao!